Die Headlines des Tages. U1 nach Brand längere Zeit unterbrochen. Selenskyj spricht bereits mit Trump und Abschied von Tennis-Superstar Rafael Nadal. U1 längere Zeit unterbrochen. Nach dem Brand in einer Garnitur der Wiener U-Bahnlinie U1 wird der Verkehr auf der Strecke zwischen der Station Schwedenplatz und Reumannplatz auf unbestimmte Zeit eingestellt. Zurzeit sind Bergungsarbeiten noch in vollem Gange. Auch der Tunnel muss komplett auf Schäden untersucht werden. Überprüft wird dabei das Bauwerk, die Stromschienen, die Gleise und die Zugsicherungsanlage. Bereits seit gestern Abend sind unsere Kolleginnen der Wiener Linien intensiv im Einsatz, um einen durchgehenden Betrieb so schnell wie möglich wiederherzustellen. Da aber das Ausmaß der Schäden noch nicht bekannt ist, können wir noch nichts zum Störungsende sagen. Wie es zu dem Brand in dem Sonderzug gekommen ist, ist noch unbekannt. Innerhalb von 24 Stunden den Krieg in der Ukraine beenden. Eines der Wahlversprechen des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Die Angst, Trump könnte mit Putin über den Kopf der Ukraine hinweg einen Deal machen. Der ukrainische Außenminister Andriy Sybiha sagt bei seinem heutigen Besuch in Wien, dass mit Trump bereits gesprochen wird. Präsident Zelensky und Präsident-elect Trump. Präsident Zelensky und der gewählte Präsident Trump haben bereits direkten Kontakt aufgenommen, das ist wichtig. Ab sofort arbeiten Teams an realistischen Kommunikationswegen, um sich auszutauschen, über unterschiedliche Ansichten, über viele Dinge und natürlich im Hinblick auf die Erreichung eines dauerhaften und umfassenden Friedens. Sybiha ist direkt aus Washington gekommen, wo er sowohl mit der aktuellen Regierung als auch mit Republikanern über einen möglichen Weg zu Verhandlungen über einen Frieden gesprochen hat. Berührender Abschied von Tennis-Superstar. Es wurde leider kein Happy End zum Karriereausklang. Tennisstar Rafael Nadal hat beim Davis Cup Viertelfinalduell Spaniens mit den Niederlanden das letzte Match seiner einzigartigen Karriere verloren. Der Abschied nach dem Match im Stadion war sichtlich emotional. Ich habe eine große Leidenschaft für diesen Sport im Allgemeinen. Ich werde mich vom professionellen Tennis zurückziehen, aber ich bin immer noch hier. Ich hoffe weiterhin ein guter Botschafter für Tennis zu sein. Rafael Nadal hat in seiner eindrucksvollen Karriere praktisch alles gewonnen. 22 Grand-Slam-Titel, allein 14 Mal die French Open, Gold bei Olympia. Seine Profikarriere ist seit Dienstag vorbei. Weitere News lesen Sie 24 Stunden online auf kurier.at.